Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jörns Swedish Racing World in der Short Version. Hier exklusiv bei uns auf www.trotto.de und www.hufe.de. Ja, es ist der erste Weihnachtsfeiertag und es ist natürlich Winterburst Time. Was heißt Winterburst? Die ATG, die Vermarktungsfirma für die Wetten und Rennen aus Schweden, hat seit 2016 den Winterburst ausgerufen. Das heißt, es gibt jetzt jeden Tag seit dem 23.12. außer an Heiligabend eine V75. Bis Jahresende und am 31.12. gibt es dann den großen Silvesterknaller sozusagen, die V75, denn alle Jackpots, die jetzt im Laufe der nächsten Runden entstehen könnten, wandern in den Jackpot in Axeballa am 31.12. und da wird unser User Killer Queen dann mit uns im Forum gemeinsam wieder angreifen. Also jetzt am besten schon auf www.hufold.de reinschauen, was Killer Queen mit Axeballa so vorhat und am besten rechtzeitig Anteile sichern, denn Silvester dabei sein, das lohnt sich. Sag nur, 2017 hat unser Forum in der V75 2,1 Millionen Euro abgeräumt. Heute geht es nach Umeå. Es geht hoch in den Norden und zwar in eine V75-Runde an einem Samstag. Das heißt, es ist auch eine ganz normale Divisions-V75. Das war in den letzten Jahren immer anders in Umeå. Jetzt ist es eben an einem Samstagnachmittag. Der 25.12. ist ja ein Samstag. Und deswegen gibt es die V75 auch zur gewohnten Uhrzeit. Start ist um 16.20 Uhr mit dem ersten V75-Rennen. Und es gibt eine ganz normale STL-Divisionsveranstaltung. Das heißt, wir sehen auch die etwas bessere Klasse. Das muss ich auch nochmal ganz kurz sagen. Und wie gesagt, es ist eine klassische Samstags-V75. Das heißt, der Umsatz dürfte nicht allzu gering sein. Also normalerweise ist ja Umeå immer so mit 20, 22 Millionen Kronen, also 2 Millionen Euro Umsatz dabei. Ich rechne dieses Jahr doppelt mit dem doppelt- bis dreifachen Umsatz in dieser V75 am 25.12. Ich möchte euch heute im Rahmen von Jörn Swedish Racing World nicht jedes Rennen vorstellen, denn ich möchte euch über die Weihnachtszahlen nicht noch weiter zu labern, uns mal sozusagen. Ich möchte euch gerne zwei Bänke präsentieren, die wir hier in der V75 haben, die ich glaube, die wirklich tolle Chancen haben. Und ich möchte euch ein oder zwei heiße Platzgeldkandidaten noch mit auf den Weg geben, wenn ihr also auch auf www.trotto.de gerne mal Plätze wetten möchtet. Da kann man, glaube ich, richtig gut Kohle machen. Wir fangen an, V75-1, das erste Rennen um 16.20 Uhr aus Umeå. Umeå im Norden in Schweden gelegen. Wir haben hier eine Eisbahn, das soll noch ganz wichtig erwähnt werden. Das heißt, wir haben heute Rennen auf einer Eisbahn. Das heißt, die Pferde bekommen Hufe mit Spikes unten drunter und werden dann dementsprechend auf dieser Eisbahn laufen. Das ist immer ein ganz tolles Erlebnis. Ich habe das ein, zwei Mal im Boden gesehen. Kann immer nur sagen, es ist ein tolles Erlebnis. Und wenn ihr die Chance habt, wirklich mal dahin zu fahren zur V75 in Umeå, das lohnt sich wirklich. Es ist natürlich mal der erste Weihnachtsfeiertag, das ist natürlich ein bisschen schwierig, das weiß ich. Aber wer vielleicht mal bei Weihnachten wegfahren möchte, das hat auf jeden Fall richtig Stil, das macht richtig Spaß, das kann ich schon mal ganz deutlich sagen. V75-1 ist direkt die Gulddivision, Nummer 1640 Meter. Und hier dürfte es zu einem Duell kommen zwischen der Nummer 2 Selma Ihor mit Samu Sundqvist und der 4 Grainfield Aiden mit Hannu Korpi. Grainfield Aiden war zuletzt in Turku in Finnland noch am 18.12. am Ablauf, war dort siegreich über 2100 Meter. Und das ist sogar das Entscheidende. Der Wallach ist über die längere Distanz immer gut, über die Meilen ist er immer unplatziert. Er war am 27.11. in Seijanöki noch mal am Ablauf in Finnland. Dort war er unplatziert. Deswegen glaube ich schon, dass Selma Ihor, die Programm Nummer 2 hier mit Samu Sundqvist nach dem letzten tollen Laufen am 4.12. in Sundsvall, wo er ebenfalls gewonnen hat über die lange Distanz von 2640 Meter, hier wieder das gesetzte Pferd sein muss. Auch in Skellefteå im Rahmen der V75 war man gut dabei. Und deswegen meine erste Bank des Tages, die Programm Nummer 2, Selma Ihor mit Samu Sundqvist hier in der V75-1. Dann möchte ich gerne ganz kurz einen kleinen Platzgeldkandidaten ansagen, und zwar im dritten V75-Rennen, das ist die Bronze-Division. Und zwar in diesem dritten V75-Rennen möchte ich gerne mal die Augen auf die Nummer 10 Maybe Frog lenken. Maybe Frog mit Roger Nilsson, jetzt werden einige sagen, um Himmels Willen, Roger Nilsson. Ja, aber der wächst in solchen Rennen immer über sich hinaus. Und dieser Maybe Frog hat nämlich auch im Rahmen der V75 im Boden beim Midnight-Trabert im Sommer auch einen tollen zweiten Platz belegt, über die gleiche Distanz wie heute, über 2640 Meter. Und damals zahlte er über 11 für 1 als Platz. Ich hatte ihn damals für 10 Euro Platz gespielt, das war wirklich eine tolle Geschichte. Roger Nilsson, der haut immer mal einen raus und gerade in V75-Rennen muss man ihn einfach beachten. Also die Programm Nummer 10, Maybe Frog, sollte man mal hier vielleicht mit 5 Euro oder 10 Euro Platz spielen, das kann durchaus sich lohnen. In diesem Rennen natürlich wird es ebenfalls ein Duell geben zwischen der Nummer 2 Gasolineras und der Nummer 3 Maybe Galanga. Für mich gewinnt hier Nummer 3 Maybe Galanga mit Magnus Duse, die Nummer 2 Gasolineras mit Sandra Eriksson. Hat zwar 3 Siege am Stück hier stehen, war aber auch nie so überzeugend, dass ich sage, wow, super. Und Maybe Galanga aus dem Stall von Oskar Berglund, der hat mich richtig überzeugt ein paar Mal. Und deswegen glaube ich, dass hier die Nummer 3 Maybe Galanga Magnus Duse gewinnen wird.
Die zweite Bank des Tages kommt für mich im fünften V75-Rennen. Das ist das neunte Rennen des Tages. Und hier gehe ich ganz klar mit der Programmnummer 6, Phoenix Brick, mit Jürgen Westholm. Jürgen Westholm fährt nicht umsonst von Romme nach Umea, wenn er sich nicht was ausrechnet. David Grundmann hat zuletzt mit Phoenix Brick gewonnen, war da in Zavala siegreich am 24.11. Davor gab es nochmal einen Sieg mit Jürgen Westholm in Rettwig am 1.10. Und Jürgen Westholm fährt nicht 5, 6, 700 Kilometer von Romme bis nach Umea, wenn er sich hier nicht was ausrechnet. Es ist auch nur einer seiner ganz wenigen Starter an diesem Tag. Also Jürgen Westholm ist ganz wenig hier unter Order. Und deswegen, ich weiß, dass einige ihn immer Galoppräum nennen. Ich halte von ihm auch nicht so viel. Aber in diesem Rennen, da ist jetzt nicht allzu viel drin. Einzig Nummer 12, No Limit Express mit Magnus Duse aus dem Stall von Oskar Berglund. Den muss man beachten, den fähigen Greedy Express Sohn. Der war in Östersund zuletzt noch am Ablauf im Rahmen der Grand Slam 75. Dort war man disqualifiziert. Da hatte man sich doch ein bisschen mehr erhofft dementsprechend. Aber Lone Limit Express, die Programm Nummer 12, könnte hier ja gefährlich werden, aber für mich gewinnt Nummer 6 Phoenix Brick mit Jürgen Westholm. Und ich habe noch einen interessanten Platzgeldkandidaten, und zwar im letzten Rennen. Das ist das 11. Rennen des Tages. Und da kommt nämlich der Ölscheich an den Ablauf. Das ist Ölscheich, die Programm Nummer 1 mit Hannu Korpi. Zwei vierte Plätze aus Rovaniemi und aus Yüksele. Das ist in Finnland jeweils gewesen. Da war man aber wirklich gut dabei. Und gerade das letzte Lauf in Rovaniemi, das war ein tolles Rennen. Das war im Rahmen dieses Arctic Races, wo ja wirklich auch Jos Verbeek und alle zu Gast gewesen sind. Und da war er wirklich noch hart. Scharf eine halbe Länge vom Sieger entfernt. Es war ein ganz enger Einlauf und dieser Ölscheich hier, dieser Ölscheich, der hat für mich hier absolute Siegchancen sogar und hat auf jeden Fall eine Chance hier auf ein gutes Platzgeld. Wenn ihn Hannu Korpi gut vom Start wegbekommt, wovon ich ausgehe, hat dieser siebenjährige finnische Wallach hier durchaus große Chancen. Albert Sonnet, die Programm Nummer 10, sollte man auch beachten mit Ulf Olsson aus dem Staffel Robert Dunder, war in der V75 in Berserker Anfang Dezember durchaus angefasst mit 12:1 als Quote, hat es dann nicht ganz durchgezogen, war nur Achter. Und die Nummer 9, Avaboy mit Michael Melander, sollte man hier auf jeden Fall auch nicht verbessern. Hat nämlich im Boden am 12.12. im Rahmen der Grand Slam 75 toll gewonnen. Davor gab es noch einen weiteren Sieg in Umea, also auch Michael Melander und die Nummer 9, Avaboy, sollte man hier nicht außer Acht lassen. V75-7, die 1, der Ölscheich, für mich der Platzgeldkandidat und für den Sieg vielleicht sogar Nummer 9, Avaboy, und die Programm Nummer 11, die Programm Nummer 10, Albert Sonnet. Alles andere ist in diesem Rennen sehr, sehr offen. Schaut euch einfach an, was ihr daraus macht. Ja, ihr seht, kurzer Durchlauf hier aus der V75 aus Umea. Wie gesagt, in der Short Version, Jörn Swedish Racing World Short Edition. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei der V75 heute aus Umea am ersten Weihnachtsfeiertag. Wer sich also am Nachmittag nach einem üppigen Weihnachtsschmaus und nach Kaffee und Kuchen hinsetzen möchte, 6.20 Uhr geht's los. Es lohnt sich wirklich, die Rennen aus Umea zu gucken. Tolle Pferde am Ablauf, spannende Rennen. Und wie gesagt, Divisionsläufe auch, also da gibt es einiges zu gucken, deswegen seid dabei auf www.trotto.de, www.hufer.de und wettet natürlich mit, ihr könnt alles bei uns auf www.trotto.de natürlich sehen. Ich wünsche frohe Weihnachten noch einmal, sage Gut Jul, also frohe Weihnachten auf Schwedisch und sage natürlich auch Lücka Till bei der V75 aus Umeå und wir sehen uns dann bereits morgen wieder, denn morgen gibt es dann die nächste Ausgabe von Jörns Swedish Racing World, dann zu den Divisionsfinalläufen, zu den Divisionsfinalläufen aus Zavala, die am 26.12. dann am zweiten Feiertag in Stockholm stattfinden werden. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann und einen schönen Abend noch. Macht's gut, tschüss.